Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und ich grüße euch herzlich zu einer neuen Manga-Review. Endlich ist der Tag gekommen, an dem ich Mushishi komplett auf diesem Kanal vorstellen werde. Ein Manga, der mir sehr, sehr viel bedeutet, den ich auch sehr, sehr liebe. Seit Band 1. Und ja, ich will nicht zu viel um den heißen Brei reden. Die Rezension wird wahrscheinlich auch nicht allzu lang aufgrund der Natur von Mushishi. Aber erstmal, worum dreht sich denn in Mushishi? Im Wesentlichen spielt Mushishi entgegen der Kleidung unseres Hauptcharakters Ginko in einer alten Ära Japans. Sprich, also nichts groß Elektronik. Es war halt tatsächlich, wie ich im Wiki gelesen habe, ursprünglich für die heutige Zeit angesiedelt. Allerdings hat man sich dann dagegen entschieden, nur halt Ginkos Kleidung blieb modern. Ist mir allerdings vorher gar nicht aufgefallen, zweimaßen. Und er reist eben durch dieses alte Japan, durch verschiedenste Dörfer als Mushishi. Doch was ist ein Mushishi? Ja, ein Mushishi ist im Wesentlichen eine Art, Medium ist es nicht, aber halt ein Experte für sogenannte Mushi. Und ja, ich gebe euch mal kurz 2 Sekunden, um drüber zu lachen. 1, 2. Weil viele da nicht ernst bleiben können bei dem Namen. Aber ja, diese Mushi sind im Wesentlichen, oder Mushi, wie auch immer, sind im Wesentlichen eine Art, auch eigene Lebewesen, die die Welt um uns herum auch formen. Nur eben, nicht jeder Mensch kann sie sehen. Man könnte jetzt so ein bisschen den Vergleich herziehen, hey, wie Yokais, aber es sind nicht Yokais, nein. Weil Yokais haben ja oft auch noch einen eigenen Verstand. Mushi sind wirklich wie Tiere, die halt nur nicht jeder sieht, die unsere Welt so beeinflusst auf eine Art und Weise, wie es halt wissenschaftlich sonst auch gar nicht zu erklären wäre. Also sprich, es hat eine übernatürliche Komponente. Und Ginko reist eben durch dieses alte Japan und versucht, Leuten bei dem Problem mit Mushi zu helfen, denn natürlich gehören diese Wesen zu unserer Welt, doch sie bereiten auch den Menschen Probleme. Und dabei reist er eben von Dorf zu Dorf und dieser Manga behält sich eben einen sehr, episodischen Erzählstil. Dazu komme ich gleich auch noch zu sprechen. Aber erstmal die Grundinformation. Mushishi ist in 10 Bänden beendet, stammt dabei von Yuki Urushibara. Ist auch, glaube ich, ihr mit Abstand bekanntestes Werk. Hat in Fankreisen Kultstatus und für mich auch mit Abstand einer der besten Lizenzen vom Manga-Kult Verlag. Es ist mit 15 Euro pro Band nicht gerade billig bei einer normalen Dicke, aber der Manga kommt mit jeder Farbseite daher, Naturpapier, und man muss hier auch eben dazu sagen, dieser Manga ist nicht massentauglich und wurde eben aus dem Japanischen von Jan Christoph Müller übersetzt. Und ja, nun zu meiner Rezension. Warum liebe ich diesen Manga so sehr? Weil er unkonventionell ist und gleichzeitig voller Liebe. Mushishi ist eine Geschichte ohne wirklichen Anfang und ohne ein wirkliches Ende. Denn dieses Episodische, was von Kapitel 1 an aufgezogen wird, bleibt bis zum Schluss. Keine Geschichte geht länger als 2 Kapitel und wirklich jede der Geschichten, die länger waren als ein Kapitel, das kannst du an der Hand abzählen. Also es waren, glaube ich, 3 oder so, die sich auf diese 10 Bände verteilt haben. Sprich, innerhalb dieser 10 Bände lernt man die unterschiedlichsten Mushi kennen und eben Ginko, wie er diese auch erforscht, klar, aber eben auch diese Tragödien des Lebens, aber auch die schönen Seiten des Lebens. Denn Mushishi ist für mich ein Liebesbrief an die Natur, an unsere Welt, an unser Menschsein. Es verschönert nicht, wie wir Menschen sind, unser Naturell, sondern es bildet es ab. Es zeigt die schönen Seiten von dem, was uns als Mensch ausmacht, wie wir auch mit der Natur, mit Tieren und Ähnlichem umgehen, aber eben auch die hässlichen Seiten. Und dieser Manga ist im Wesentlichen eine sehr ruhige Geschichte.
Also man geht hier rein und es bleibt ruhig. Es hat melancholische Momente, es hat freudige Momente. Und man kann nach keinem Kap man kann nie so richtig sagen, was mit der nächsten Geschichte auf einen zukommen wird. Es gibt auch zu unserem Hauptcharakter Ginko vielleicht drei Kapitel, vier höchstens von den 50 Kapiteln, wo Ginko als solches ein wenig beleuchtet wird. Ansonsten reist er halt eigentlich meistens nur und man erfährt nicht so richtig viel über ihn. Man erfährt auch nicht sein späteres Schicksal oder ähnliches. Der Manga endet mit Band 10 so ähnlich wie mit Band 1 oder Band 3 oder Band 5. Es endet einfach nur mit einer weiteren Geschichte. Und deswegen meine ich auch, Mushishi ist keine Geschichte, die, ja, wie formuliere ich das am besten? Sie hat keinen Anfang und kein Ende. Es ist theoretisch gesehen egal, ob du Band 1 als erstes liest, Band 5, Band 10, was auch immer. Die Geschichten stehen für sich selber. Du musst halt eigentlich nur grob wissen, was sind Mushi. Also vielleicht lest mal das erste Kapitel. Wobei auch in späteren Kapiteln immer wieder noch aufgegriffen wird, was diese Wesen eigentlich sind. Und danach ist es einfach wie eine große Geschichtensammlung, deren einzige Verbindung diese Wesen und unser Hauptcharakter sind. Es wird auch fast kein Ort nochmal aufgesucht. Es sind immer neue Leute, neue Muschi und einfach eine Geschichte mit Herz, mit Liebe, mit Trauer. Mit vielem. Es ist kein Manga, der für jeden was sein wird, um Gottes Willen, nein. Viele werden diesen Manga wahrscheinlich auch als langweilig empfinden. Ich finde, das ist so ein Manga, da muss man erst etwas älter sein, um ihn wirklich so feiern zu können. Und selbst dann ist auch da natürlich kein Garant, Geschmäcker sind verschieden. Nur als jemand, der stets auf der Suche ist nach Manga, die außergewöhnlich sind, ist Mushishi ein Schatz in meiner Sammlung geworden. Denn Band 1 hat mich damals schon umgehauen. Und auch jetzt, Jahre später, wo ich Band 10 diese Woche endlich dann gelesen habe, bleibe ich zurück und denke mir so, wow. Einfach nur wow. Ich liebe das Konzept, ich liebe die Messages hinter diesem Manga, ich liebe die Traurigkeit, die Freude, allgemein diese Emotionen nach so vielen Kapiteln. Also, es kam selten vor, dass ich nach einem Kapitel keine Gänsehaut hatte. Und das, obwohl es keine krass spannende Narrative oder ähnliches hat, sondern es ist einfach nur die Vision von Yuki Urushibara, so, die halt bewusst keine klassische Narrative oder ähnliches umgesetzt hat, sondern sie hatte ihre Vision, die hat sie umgesetzt in den 10 Bänden und dann war Schluss. Es gibt noch zwei Zusatzbände, glaube ich, die sind auf Deutsch nicht erschienen, die auch nur so teilweise erschienen sind, oder das eine war, glaube ich, nur ein Bonuskapitel, ich weiß es gerade nicht genau. Die wurden jedenfalls nicht dazu lizenziert. Trotzdem, Mushishi ist Liebe. Mushishi ist schön. Mushishi ist hässlich, wenn es die Menschen abbildet. Und selten habe ich einen so, ja, philosophischen Manga gelesen, der so gut das menschliche Dasein reflektiert und behandelt. Dass die Welt als solches eben nicht schwarz oder weiß ist, es gibt kein Gut oder Böse. Auch diese Wesen, wie sie handeln, sind nicht gut oder böse. Es sind Lebewesen, so wie wir Menschen. Und so wie wir Menschen Scheiße bauen, bauen eben auch diese Muschi Scheiße. Und es sind spannende Geschichten, wenn ihr diese Art Manga mögt. Es sind traurige Geschichten. Und ich werde diesen Manga vermissen. Und gleichzeitig denke ich mir so, ich habe mir nichts mehr gewünscht nach diesem Lesen. Dazu kommt es halt auch, dass der Manga halt ein, wie ich finde, sehr, 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 sehr großartiges Artwork hat. Einige würden vielleicht bemängeln, dass es ein Same-Face-Syndrom hat, dass viele der Charaktere sich eben ähnlich aussehen. Da muss man allerdings dazu sagen, das ist, vermute ich, einfach mal auch gewollt, weil es soll halt einfach Menschen da sein. Die brauchen keine krassen, eigenständigen Charakteristiken, damit man sie im Best Case danach auch noch groß vermarkten kann. Es sollen einfach nur Menschen wie jeder andere darstellen. Und
Dementsprechend, egal ob nun das Same-Face-Syndrom gewollt oder ungewollt ist, es schadet diesem Manga nicht. Und gerade die Darstellung der Natur als solches ist einfach nur wunderschön in diesem Manga. So wie es die Natur auch im echten Leben ist. Wobei, wie Yuki Urushibara selber sagt, ihr Artwork schafft es bei weitem auch nicht, die Schönheit unserer Welt als solches einzufangen. Und das trotz phänomenal schönem Artwork. Und ja, man liest diesen Manga und bleibt denkend zurück. Es ist eine Welt mit großartigem Worldbuilding, mit einem schönen Pacing und vor allem mit Herz. Dementsprechend, mein Fazit zum Mushishi ist ganz klar, lesen. Ihr werdet selten einen Manga finden, der so ist wie Mushishi. Eine Geschichte mit so viel Herz, mit so viel Kreativität und so viel Tiefgründigkeit. Und das trotz einem unkonventionellen Erzählstil. Denn zumaßen das Episodische ist vielleicht vor Gott weiß wie vielen Jahren noch üblicher gewesen, aber selbst da wurde dann immer nach einer Zeit dann eine konstante Story eingebaut. Aber das macht Mushishi nicht. Mushishi bleibt sich treu. Mushishi ist wie ein Ruheort. Man kommt zu sich selbst, man fängt an, darüber nachzudenken, über Themen, die nicht unbedingt immer schön sind, und begreift, das Leben ist wunderschön und hässlich zugleich. Doch es kommt auch viel drauf an, wie man selber mit dem, was das Leben einem gibt, umgeht. Und für mich ist Mushishi eine 10 von 10. Zu keinem Zeitpunkt beim Lesen habe ich das gerade gegen Ende irgendwie bezweifelt. Das ist einfach wow. Und ja, nun möchte ich von euch wissen, was sagt ihr zu Mushishi? Fandet ihr es auch wunderschön? Oder gehört ihr eher zu der Fraktion, war eher langweilig? Gerne in die Kommentare. Und es bleibt mir schon mehr viel zu sagen, außer Dank fürs Zusehen. Und ciao.